Die Wüste von Arizona ist der Lebensraum vieler Schlangen, die über ein Temperatursinnesorgan verfügen. Eine der bekanntesten ist die gehörnte Klapperschlange, der Sidewinder. Dies ist die berühmte F-16, auch Viper genannt. Ein sehr elegantes, schnittiges Kampfflugzeug. Bewaffnet ist der Jet mit Raketen vom Typ Sidewinder. Draußen im weitläufigen Gelände der Luftwaffenbasis werden wir nach ihrem Namensgeber suchen. Einer Giftschlange, die ihre Beute durch deren Wärmestrahlung aufspürt. Mit freundlicher Unterstützung von Seiten der US Air Force möchten wir diesmal einige besonders interessante Reptilien der neuen Welt vorstellen. Wir sind hier in Arizona auf dem Gelände der Barry M. Goldwater Range. Hinter mir erheben sich die Mohawk Mountains, benannt nach dem Irokesenstamm mit dem martialischen Haarschnitt. Und dort befindet sich die Luke Air Force Base. In dieser Wüstengegend gibt es eine Vielzahl wildlebender Tiere zu entdecken. Ganz besonders aber interessiert mich ein wärmeaufspürendes Reptil und eine wärmeaufspürende Rakete der Air Force. Heat-seeking missile for the Air Force. 10.000 Quadratkilometer groß ist die Barry M. Goldwater Ranch in Arizona. Auf unserer Expedition begleiten uns Bob Barry und Bill Miller, zwei Biologen der US Air Force. Im Rahmen ihrer routinemäßigen Kontrollfahrten werden uns die beiden Wissenschaftler zu Orten führen, an denen sich der Sidewinder besonders wohlfühlt. Die Temperaturen hier in der Wüste betragen über 50 Grad Celsius. Hervorragende Bedingungen für Reptilien und ein ideales Terrain für Klapperschlangen. Damit wir die Tiere aus nächster Nähe zeigen können, muss Steve beim Umgang mit ihnen all sein Können aufbieten. Denn mit dem Gift der Klapperschlangen ist nicht zu spaßen. Hört euch das an! Here we go! Eine Tigerklapperschlange. Sie hat nur einen kleinen Vorrat an Gift, doch das ist extrem wirksam. Diese Spezies gehört zu den etwas ruhigeren Vertretern der Klapperschlangen. Du hast aber einen kleinen Kopf. Einen ganz kleinen Kopf. Immer mit der Ruhe. Dir passiert schon nichts. Gleich hat sie sich beruhigt. In den ersten 20 Sekunden ist die Gefahr, gebissen zu werden, am größten. Dann beruhigen sich die Schlangen. Du sollst mich doch nicht angreifen. Mit ihrer Färbung hat sie sich perfekt an die Umgebung angepasst. Gut zu sehen sind die Querstreifen, denen die Tigerklapperschlange ihren Namen verdankt. Ihr Kopf ist recht klein im Vergleich zum massigen Rumpf und hat zwischen Nase und Augen zwei tiefe Gruben, die aussehen wie ein zusätzliches Paar Augen. Sie produziert keine großen Giftmengen, was angesichts des kleinen Kopfes einleuchtet. Dafür ist das Gift, wie gesagt, hochwirksam. Die Tigerklapperschlange kommt nicht so häufig vor wie andere Arten. Dass wir ein Exemplar gefunden haben, zeigt, wie intakt dieser Lebensraum ist. Eine Tigerklapperschlange. Was für ein Fang. Du hast wohl gerade ein paar Nagetiere gefressen. Ihre Beutetiere dürfen nicht allzu groß sein, wegen des kleinen Kopfes. Okay, jetzt beruhigt sie sich langsam. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, aber ich kann ihre Körperhaltung deuten. Sie hat aufgehört zu rasseln.
Ich glaube, jetzt kann ich es wagen, sie näher vors Objektiv zu bringen. Moving in a little closer. Man darf dabei nicht vergessen, ich beschäftige mich von Berufswegen schon mein Leben lang mit hochgiftigen Schlangen. Ich lasse ihren Kopf nicht aus den Augen und studiere ihr Verhalten. Sie hat sich beruhigt und aufgehört zu rasseln. Nun kann ich demonstrieren, dass diese wunderschöne Schlange im Moment nicht die geringste Neigung verspürt, zuzubeißen. Meine Hände, Nase und Augen befinden sich in ihrer Reichweite. Sie gehört zu den Grubenottern. Sie ist imstande, über eine Distanz von wenigstens 2/3 ihrer Körperlänge vorzuschnellen. Sie könnte ohne weiteres meine Augenbrauen erwischen. Ist sie nicht herrlich? Seht ihr, wie die Schlange zittert? Das sind meine Nerven. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Aber ich bin Profi. Ich bin noch nie von einer Giftschlange gebissen worden, worauf ich sehr stolz bin. Trotzdem zittere ich wie Espenlaub. Die Schlange dagegen ist völlig unbeeindruckt. Am Schwanzende sitzt die kleine Rassel. Wunderschön, perfekt geformt. Eine weitere Art ist die gefleckte Klapperschlange. Sie ist von der Tigerklapperschlange schwer zu unterscheiden. Man muss auf den Schwanz achten. Bei der gefleckten Klapperschlange ist er schwarz-weiß geringelt, wie beim Waschbär, bis zur Rassel. Ich danke dir, dass du so nett zu mir warst. Mit bloßen Händen sollte man diese Schlange aber niemals anfassen. Du kannst wieder darauf. Eine eindrucksvolle Vorführung. Man muss schon verdammt cool sein, um so mit Klapperschlangen umzugehen. Ein wunderschönes Tier. Nur ein kleiner Teil des riesigen Militärgeländes wird für Schießübungen verwendet. 94% der Fläche haben die wildlebenden Tiere für sich. Die Air Force kontrolliert den Zugang, sodass die Range für die Wüstentiere ein riesiges Schutzreservat darstellt. Die Goldwater Range ist ein wichtiges Ausbildungszentrum der Air Force. Wir dürfen uns selbst davon überzeugen, wie gering der Platzbedarf ist für die Bomben- und Raketenabwurfziele. Das war knapp. Um so viel verpasst. Da kommt er. Flughöhe 150 Meter. Habt ihr das gesehen? Da kommt noch einer. Das Ziel ist völlig zerstört. Guter Treffer. Also wie ihr seht, absolut minimal die Auswirkungen auf die Natur durch Bombenabwürfe und Tiefflüge. Sie sind auf ein sehr kleines Gebiet beschränkt. Und selbst in unmittelbarer Nähe der Zielmarkierung sind Tiere zu finden. Dies ist eine Peitschennatter. Sie ist ungiftig, sie hat beachtliche Zähne und geht in der Tageshitze auf Jagd nach Echsen. Absolut außergewöhnlich. Aufgabe der Piloten ist es, das Ziel zu vernichten, so wie jetzt im Tiefflug. Und dieser Bursche geht hier zwischen den Zielmarkierungen auf Echsenjagd. Ein wunderschönes Tier. Mit dem gefleckten Schuppenkleid und der rosa-orange gefärbten Unterseite sind Peitschennattern perfekt getarnt in ihrer Umgebung. Und sie beißen wie wild. Hinter uns werfen die F-16 ihre Bomben ab. Unglaublich. Ein beeindruckender Beleg dafür, dass die Tierwelt durch die militärischen Übungen in keiner Weise beeinträchtigt wird. Sie finden in einem so begrenzten Gebiet statt, dass für diesen Burschen, wie für alle anderen Tiere, auch keine Gefahr besteht. Ich setze dich da wieder ab.
Im Geländewagen machen wir uns auf, die Wüste außerhalb der militärischen Einrichtungen zu erkunden. Es dauert nicht lang und Steve bekommt alle Hände voll zu tun. Er hat bemerkt, dass sich abseits der Piste etwas im Gebüsch bewegt. Zwei Klapperschlangen auf einmal. Es sind zwei. Es sind zwei Texas-Klapperschlangen bei der Paarung. Ich werde jetzt versuchen, sie irgendwie da herauszuholen. Denn wir wollen uns das Texas-Klapperschlangenpärchen einmal ganz in Ruhe aus der Nähe anschauen. In Western Diamondback Rattlesnakes. Can you believe it? Das Weibchen ist ziemlich gereizt und ich möchte nicht gebissen werden. Okay, hier ist das Weibchen. Ich bringe das Weibchen ins Freie. Okay, Kleine, schön hier warten. Dir passiert schon nichts. Nein, du entkommst mir nicht. Jetzt beruhige dich erstmal. Du wartest hier schön. Wait there, sweetheart. Na, komm raus, Bürschchen. Da ist er. Du siehst aber wütend aus. Ist ja gut. Okay, schön da bleiben. Hier haben wir das große Männchen mit dem dicken Kopf. Und hier dieses absolut prächtige Weibchen. Sie waren gerade dabei, sich zu paaren. Klapperschlangen bringen lebende Junge zur Welt, die bereits innerhalb des weiblichen Körpers aus den Eiern schlüpfen. Das Weibchen hat vermutlich erst in diesem Jahr die Geschlechtsreife erlangt. Das Männchen ist zwar viel größer, dürfte aber auch erst seit höchstens 2 Jahren fortpflanzungsfähig sein. Es ist ziemlich heiß hier draußen. Ich werde sie einfach wieder zurücksetzen. Come on! Beide schön zusammen, genau dort, wo ich sie hergeholt habe. You're all right. There you go, big bloke. In you go. There you go, sweetheart. Oh. Woo-hoo! Zu den 44 Reptilienarten, die auf dem riesigen Militärgelände heimisch sind, gehört auch die äußerst selten gewordene Wüstenschildkröte.